Was? Okay, jetzt geht's los. Robin, was ist dein großes Vorbild? Wer ist dein großes Vorbild und warum? Carsten Tada. Was? Du! Jo, ich werde dich so reinraten. Okay, mach, frag mich. Frag mich Robin, was. Sag uns, warum Carsten Tada? Weil ich habe mit ihm in Oldenburg gespielt und wie er trainiert, wie er spielt. Ich bin so begeistert bei ihm. Okay, danke. Carsten, Robin, zweite Frage. Wenn du nicht Basketballer geworden wärst, was hättest du dann gemacht? Ich glaube, ich würde eine Ballerina sein dann. Okay, jetzt geht's los. Weil ich liebe so diese klassische Musik und ich kann gut tanzen und ich bin sehr flexibel und Ballerina ist mein Ding. Interessant, interessant. Eine schlechte Eigenschaft von dir, die du schon immer mal jemanden verraten wolltest? Ja, ich furze immer in Bus und das ist mein Ding und ich bin sehr stolz auf das. Leon, jetzt zu dir. Keine NBA-Fragen, okay? Ich habe keine Ahnung über NBA. Erzähl uns doch mal, was hast du Geheimnis im Locker, was du bisher niemandem erzählt hast? Herr Pratte, ich habe überall meine Geldscheine versteckt. In der Ecke, unter meinem Sitz, manchmal in meinen Schuhen, aber die wissen das nicht. Sag uns doch mal, was du über Robin Amaze denkst. Also, ich bin immer ein bisschen hart zu dem, aber nur, weil ich ihn eigentlich sehr mag und weil ich denke, er ist eine tolle Person, aber er ist so toll, dass er manchmal mich überschattet und deswegen habe ich ein bisschen Scham vor ihm und bin dann immer ein bisschen härter und ein bisschen vielleicht nicht so lieb zu ihm, wie ich es aber eigentlich gerne sein wollen würde. Leon, wie heißen denn deine Kinder? Pratt, hast du zwei? Du hast eins nur, ne? Ich weiß von einer, ja, ja. Eine Tochter. Ich habe ihr einen schönen Namen gegeben. Oh, sorry. Ich habe ihr einen schönen Namen gegeben. Aber den weiß nur meine Frau. Ich weiß nicht. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal.